So. Den Tierhort muss aber trotzdem noch hier hin. Aber dann nehmen wir den von dem Typen, den Tierhort. So, und du machst da draus jetzt noch. Mit dem Blattaspekt. Ne, der hier mit dem Blattaspekt, das. Wupp. So. Und dann haben wir genug Technologie, Nahrung auch, Reichtum auch. Gut. Dann haut's doch hin. Dann hauen wir hier noch was drauf. Und dann steigt es doch hervorragend. 68, 60, 31, 20, 60. Oh, das gehört jetzt denen hier oben mit. Oh, die haben die fast vernichtet. Keine Kriegsabzeichen. Dieses Dorf beginnt mehr von den Riesen zu wollen. Das sind ja wahnsinnig. Was bauen die hier eigentlich? Die brauchen noch Reichtum. Gut. Bis jetzt haben wir hier nur Pflanzen und Minen. So muss das auch bleiben. Also setzen wir noch so eine Mine in. Das ist aber außerhalb der Grenzen, oder? Shit. Shit, ey. Das ist doof. Ja, das ist außerhalb der Grenzen. Doof. Neben der Pflanze. Dann hätten wir es hier hinsetzen müssen. Die haben so viel Technologie. Dann setzen wir das halt noch hier hin. Wir sind ja gar nicht so. So, jetzt ist der hat noch, doch der hat schon auf, der hat noch nichts aufgesammelt. Gut. Oh, da kriegt man den Kristallaspekt, das ist doch gut. Hervorragend. So. Der macht jetzt da draußen eine Goldmine. Wupp. Falls neben dem Hort eines Tieres. Nee. Schwacher Veredelungsaspekt, Seismic-Effekt. Aber die haben jetzt 20. Die haben 200 Wohlstand. Not bad. So, dann können wir den Kristallaspekt hierhin machen, oder? Nee, Kristall, das hier. Erfurcht, Nahrung, Gold. Einen schwachen Kristallaspekt. Dann machen wir das mal auf ein so ein Ding und gucken mal, was passiert. Ja, Stadt wurde zerstört. Super. Habt ihr gut gemacht, ihr Kackfässer. Bam. So. Mehr Gold und Nahrung gibt es jetzt. Was brauchen wir dafür? Chemieaspekt, wirksam Kristallaspekt. Gut mit Natura, was mehr Reichtum liefert. Was haben wir hier? Symbiose. Für jeden angrenzenden Tierhort. Habe ich da natürlich nicht. So, zack. Noch so ein Ding drauf. Jawohl. Wupp. Oh. Plus 1 kommt vom Reichtum für jeweils ein Natura auf diesem Feld. Okay. Okay, das war doof, das zu machen. Ach du Scheiße, das war doof. Nee. Nee. Nö. Nö. Nö, dann nehmen wir hier den Gift-Gift-Gift-Aspekt, den Gift-Aspekt. Aber wir brauchen den Chemie. Nee, das. Ach ja, doch, wir brauchen den Chemie-Aspekt, scheiße. Chemie-Aspekt. Das ist ziemlich cool, das ist Crap. Was können wir hier noch machen? Seismic. Veredelung. Da wird das gleiche draus wie das hier drüben, oder? Das wäre in dem Fall ja gar nicht schlecht. Ein Seismic-Effekt drauf. Wupp. Ja, fast. Für das angrenzende Nichtsalzmineral. Naja, gut. Was soll's, würde ich mal sagen. So, dann können wir aber hier noch. Was bringt der Seismic-Aspekt? Technologie und Ehrfurcht. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Und der Kristallaspekt bringt Reichtum und Ehrfurcht. Dann hauen wir den hier noch da drauf. Was soll's. Und hier noch den hin. Und hier noch was offen? Nee. Hier noch was offen? Oh, hier. Nee. Wo? Hier? Da? Dort? Das bringt nichts. Alter, die schießen von über den Berg drüber. Was geht denn ab? Wie weit können denn die schießen? Was passiert denn da? Zum Glück lassen sie die in Ruhe. Die sind zu weit weg übers Meer, haben sie keine Lust. Aber vor allen Dingen siedeln sich da immer wieder welche hin, das ist der Wahnsinn. Huch. So. So. Dann. Ach, das gehört jetzt denen noch, okay. Dann machen wir da noch einen Seismik-Aspekt hin. Die marschieren schon wieder in den Krieg. Die eskalieren total her. Die Stadt ist schon riesig, ey. Sind ja krass drauf. Bam. Die haben ordentlich was am Start hier, muss ich sagen. Die könnten mal noch ein bisschen schneller größer werden. Also breiter. Die Grenzen. Ich habe hier nichts mehr, was ich bauen kann. Ich könnte das hier nochmal abreißen und nochmal probieren, was Besseres daraus zu machen. Plus Natura in Reichweite. Oh, einen wirksamen Blattaspekt. Die Tomaten mit einem wirksamen Blattaspekt. Ja, egal. Wie schnell sich die direkt da wieder was niederlässt, ist ja Wahnsinn. Blub, direkt wieder da. Ja, das ist eigentlich... Boah, cooles Dorf haben die hier am Start. Die haben schon eine Windmühle hier. Ach so. Die greifen schon wieder an. Die haben es aber eilig, Krieg zu führen. So, was wollte ich denn jetzt machen? Das hier ist doof, aber naja, gut. Das bringt ziemlich viel Reichtum, trotz allem. Ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ich mache hier nochmal eine neue Pflanze hin und hoffe, dass ich diesmal den besseren Aspekt bekomme. Barbie bekomme. So. Dusch. Tomato, come on. Und Frucht brauchen wir jetzt, oder? Ne, Blattaspekt. Blattaspekt! Wusch. Und jetzt war wieder kein wirksamer. Das ist doch ein Troll. Also nochmal. So ein Müll. So, Wachstum. Und Blatt. Komm schon, mach. Ne, erst das und dann das. Ach, jetzt greifen sie die hier rechts an. Jetzt haben sie keine Lust mehr. Ach ne, die drüben sind nicht mehr gewachsen. Ach scheiße, ey. So ein Bullshit. Ach hier. Kann ich das später drauf machen oder muss ich das eher drauf machen? Nee. Ach, jetzt hat es so einen Bonus. Ach, jetzt hat es so einen Booster. Also muss ich das Ganze nochmal machen. So. Jetzt das. Und dann von dem das drauf. Wusch. Ach Quatsch. Jetzt von dem das drauf. Ach, ich bin so doof manchmal. Wusch. Und es funktioniert tatsächlich. Bam. So. Cool. Jetzt haben die schon fast 200 Technologie hier. Oh, die greifen hier an. Die machen alles platt, die Sumpfleute. Die sind total, absolut brutal sind die. Gehört das jetzt mit dazu hier? Nee, nur das. Aber wir könnten das trotzdem aufwerten. Was brauchen wir da für einen Chemieaspekt?
Ach, die haben auch keinen Platz, so ein komisches. Ich frage mich immer auch, alle, wie viel die wachsen. Steht das? Alle, wie viel die wachsen. Steht das irgendwo? Also die Grenzen ausweiten, breiten. Oh, die haben gewonnen. Die haben gewonnen. Wir werden bestimmt gleich wieder angreifen, da. So. Dann kriegt die noch ein bisschen. Was kriegen die denn hier noch ein bisschen? Nahrung. Gift. Technologie. Natura. Kriegt die noch ein bisschen dazu. Bumm. Push! Sind ja auch drei gute. Man sollte wahrscheinlich wirklich damit. Also, weil mir das gerade so auffällt, man sollte wahrscheinlich wirklich damit. Hier was machen. Versuchen, das immer zu benutzen. Was haben sie jetzt hier angefangen? Ach, da drüben haben sie auch was angefangen. Wir bauen den Weiler. Okay. 300 Nahrung. Ach, du ahnst es nicht. Und die wollen was bauen? Eine Apotheke mit 200 Nahrung und Reichtum 50. Haben wir Technologie 200? Haben wir nicht. Wenigstens drei Pflanzen. Dafür müsste aber noch breiter werden. Shit. Wie soll ich denn 200 Nahrung denen geben? Oh, hier. Das kann weg. Jede Pflanze, dann kriegen die noch so eine Pflanze hier. So, die gibt besonders gut auf mineralisiertem Grund. Schwachen Fruchtaspekt. Wir wollen aber einen großen Fruchtaspekt haben. Möglichst. Wusch. Wusch. So. Dann kriegt man hier ordentlich Nahrung, hoffe ich mal. Und noch mehr Nahrung. 28. So. Das sind 140. Und dann haben wir wo die Grenzen? Die hören dort halt schon auf. Doof. Eigentlich müsste ich dann jetzt hier... Nee, dann verschwinden 38, 34 Forschung. Das geht so nicht. Das müsste weg. 42 Gold, das brauchen wir auch. Reichtum. Doof. Was gibt das? Halt das 1,5-fache Menge an Nahrung und Technologie, wo Pflanze mit 2 Feldern Reichweite, 15 Ehrfurcht mit jeder dieser Pflanzen. Aha. Wie machen wir das denn jetzt, wenn ich hier Tiere hinmache? Das reicht nicht mit bis rein. Ach, Hit, ich schaff's. Wie schaffe ich das denn? Technologie habe ich zu viel. Aber ich kann ja auch nicht die Technologie. Ich brauche Gold, brauche ich Technologie. Helft mir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Fruchtpflanze. Busch. Damit aufwerten. Ein schwacher Fruchtaspekt. Ach, das war Blattaspekt. Fruchtaspekt will ich doch. Ach, egal. So ist es immer so. So. Keine Ahnung. Es reicht halt eh nicht. Ich frage mich auch, warum das 8 hat. Ach so, weil das. Ach so, weil das so ein Wachstumsaspekt mehr hat. Das ist mehr Nahrung. Ach so, da kann ich natürlich von dem hier noch den Wachstumsaspekt da drauf knallen. Aber das reicht trotzdem nicht für 200 Nahrung. Das ist einfach zu viel. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal mache. Alter! Jetzt haben wir da drüben alles vernichtet. Oh, die Zeit ist eh gleich rum. 3 Sekunden noch. Ja! Und das war's. Gute Nacht, Riesen. Jetzt schlafen sie ein.
Ja gut, dann habe ich das nicht mehr geschafft, aber die Stadt ist trotzdem ziemlich krass, ja. 400 Wohlstand in eine Stadt. Und das nur mit Pflanzen und Mineralien. Jip, jip. Ziemlich cool. Schade eigentlich, dass es nicht mehr gereicht hat. Aber das ist wirklich 200, 250. Das ist echt viel. Aber dass die Grenzen so klein sind, prinzipiell, dass das noch ein Feld einnimmt, das ist echt ziemlich krass. Blub, blub, blub. Ach, so schläft er ein. Nein! Schlaf nicht ein, Riese! Huch. Tu's nicht! Du auch nicht, komm schon. Jetzt schläft der noch ein und dann war's das. Ne, erstmal schläft der ein. Und jetzt der. Gute Nacht. So, das haben wir geschafft. Physik. Oh, Stufe 3 sind wir. Ah, und die Kriegsdenkmäler. Weil die so viel Krieg geführt haben. 6 Mal haben die gewonnen. Gehen mit denen ab. Was haben wir hier bekommen? Eisen, okay. Kupfer und Salze. Existiert in Wäldern, Wüsten und Bergen. Gut, und das hier. Wölfe. Durch Verwandlung von großen Füchsen. Spiel beenden. Jawohl. Dann hätten wir bei den Fortschritten das... Ja gut, das haben wir ja schon. War schon lange. Jetzt haben wir das für die Einstern auch alles fertig. So, dann können wir mit denen für 2 Sterne weitermachen. Das wird wahnsinnig witzig. Wüstendorf 500 Wohlstand, Walddorf 500 Wohlstand, Sumpfdorf 500 Wohlstand. Mit 6 Dörfern mit jeweils 150 Wohlstand. Ach, du ahnst es nicht. Ich glaube, das wird ziemlich heftig. 6 Dörfer? Passen denn so viele überhaupt auf die Insel drauf? Uiuiui. Ui, ui. Na gut. Dann wollen wir das doch mal im nächsten Spiel probieren. Dann. Im nächsten Spiel dann. Dann so. Im nächsten Spiel halt. Tudup.